So, meine lieben Freunde, willkommen zurück. Ach, warte, Mike muss schnell mal einstellen. Das mache ich jetzt hier mal live im Let's Play. Ist mir jetzt egal. Hier, Default Sound. Ah, schon wieder ein bisschen lauter. So, Leute, ja, ich begrüße euch zurück zu Fire Emblem Blazing Sword oder Fire Emblem 7. Alter, meine Fresse, habe ich in der letzten Folge viel gelabert und sogar so was viel Bullshit, dass man irgendwie jetzt denkt, so, ja. Und jetzt 40 Minuten Part ist es geworden und ich habe sogar noch ein paar versucht, so ein bisschen zu schneiden, aber trotzdem, ich habe immer so oft alt wiederholt, aber immer noch Kleinigkeiten hinzugefügt, dass man dachte, irgendwie kann es ja nicht richtig was rausschneiden. Ich habe es echt versucht, Leute, tut mir leid, aber ich bin halt einfach, okay, komm, ich höre jetzt schon wieder auf hier. So, wie sieht's denn hier aus? Oh, ist mir zu laut. Also mir zu laut, euch wahrscheinlich nicht. Ihr seid zu geil, ich geh mal den Pass ab, ey. Nee, zu viel laut. Mucke ist auch nicht gut. Das ist nicht gut für heute, oder? Ich will auch schon nicht machen, taub das schlecht sein, boah. So, hier ist ein Ritterwappen, ich weiß, ich kann es nicht stehlen, ist mir egal. Ja, hier könnte man ins Haus mal rinstürzen, einfach so, ja, ja, meins und so. Weil jetzt eigentlich die Bogenschützen hier, ihr habt mir erzählt, es gibt nur noch ein zweifach Boni, nicht mehr dreifach, das ist nur in der japanischen Version so. Gut, da bin ich dann wohl ein bisschen derby gewesen, aber ist okay. Reicht ja auch trotzdem, ne? Weil jetzt ehrlich, 27 Schaden würde immer noch reichen, um mir neuen Schaden zu machen. Der Kurzbogen hingegen hätte, naja, 0 Damage. Das ist cool. So, da würde es sich ja lohnen, den unteren auszuschalten, damit der obere mir dann eh nichts mehr anhaben kann. Das ist natürlich auch schlau. So, Kenneth soll leveln und deswegen kriegst du jetzt erstmal eine Heilung. Und zwar mal von Erk, damit der mal ein bisschen Stablevel bekommt. Weil wir haben ja nur festgestellt, wahrscheinlich werde ich ihn trainieren. Ich finde, er sieht einfach cooler aus. Er hat einen roten Umhang, ist geil. Obwohl, Pan sieht auch gut aus. Er hat einen weißen. Weiß auch geil. Ich mag weiß. Weiß ist eine meiner Lieblingsfarben. Klingt creepy, ja, aber weiß ist eine meiner Lieblingsfarben, ja. Neben schwarz, grün und orange übrigens, aber ist egal. Genau. Kenneth wollte trainieren. Und Hector denkt sich so. Ja, den haust du mit Sicherheit um, aber ich will ja nicht, dass du das tust. Ich würde ja lieber, dass Kenneth das macht. Das Problem ist, ich muss ihn denn da hinstellen, wo er völlig frei steht und kein Ausweichboni kriegt. Da steht Kenneth jetzt nicht so sehr drauf. Leider. Ich werde mal ihn hier hinzustellen, einfach mal so als Support quasi. Will kann Oma hier mal ins Gebüsche stepsen. Für Osman lauf auch mal mit. Die unten machen das ganz gut alleine, glaube ich. Das ist ganz gut so. Baum. So, Guy, Kent, ja, alles schön hier oben. Alle toll. Das Haus wollte ich nochmal besuchen, habe ich auch vergessen. Ich hatte von ein paar Geschichten über die Black Fang. Man sagt, in ihren Reihen ist ein Schwertkämpfer, der die fürchterliche Lichtklinge führt. Die total harmlos ist. Nein, er ist jetzt nicht hier. Aber vielleicht trefft ihr ihn irgendwo auf ihn. Ihr solltet vorsichtig sein. Die Lichtklinge ist ein magisches Schwert. Kommt ihm zu nahe, wird er euch die Waffe schneiden und aus der Ferne schleudert sie Magie gegen euch. Seid vorsichtig, wenn ihr wisst, dass er sich auf dem Schlachtfeld befindet. Ja, das ist total. Jared, ich mag die. Das Schwert ist langweilig. Weil es hat keinen sehr großen Angriff und auch die Trefferrate ist nicht so atemberaubend. Oh, Kenneth, du bist ausgewichen. Finde ich gut. Swudo-Modus. Und kleiner Mal. Swudo-Modus. Bremsen. Down. Schöne XP für ihn. Er will ja immer noch ein bisschen haben, damit er sein Level abkriegt, weil bald dürfen wir ja nicht. Wo willst du hin? Serious, man. Where are you going? Twing. Das war jetzt ein Versuch, den hättest du dir kneifen können, Kumpel. Weil das dumm ist. Dein Kumpel muss jetzt nämlich in den Nahkampf gehen. Ja, da denkt sich Lynn so, cool. Oh! Oh, down, critical. Mit 8% rumgefitzt. Übrigens, ich weiß jetzt, bei welchem Move ihre Möpse öffnen. Ich habe gegoogelt. Also nicht gegoogelt, ich habe ge-YouTube praktisch. Es ist nicht beim Critical, es ist nur, wenn sie mit dem anderen großen, mit ihrem später, also jeder der Lords wird nachher später eine legendäre Waffe für ihn kriegen, so wie auch bei Sacred Stone so ähnlich, bloß halt, dass die Waffen da direkt auf die drei Personen zugeschnitten sind. Es sind auch keine S-Waffen, S-Waffen wird es noch speziell im Spiel geben. Und ja, das Lustige ist, das ist bei dem ganz normalen Angriff so. Und ich frag mich irgendwie, warum Spiel, why do you do that? So, Schlitz! Schwepp daneben, du Arschmann! Schlitz! Geil, so aber ich liebe den Helden, der ist einfach nur cool. So, und Guy wird sich die unten hier schnappen, das ist gar kein Problem für ihn. Und der Typ kann nichts mehr tun, denn ich mach ihn richtig down. Oh geil! Furzef, Schlitz! Und Furzef, Schlitz! So, schön XP und dann muss ich jetzt einfach nur noch von ihm hier, weil ich glaube, ja, er wird an Ken rankommen, das will ich nicht.
Deswegen geh mal ein bisschen weiter weg. So, so ist schön. So ist fein. Hast schon fein gemacht. So, bis dahin kannst du echt nicht laufen. Du bist aber dumm. Okay, da ist zu lang. Und da ist Wald. Wald mögen Pferdchen nicht besonders. So, ja, Heath, du kannst jetzt einfach mal hier, damit die Banditos, Los Banditos hier nicht immer abhauen. Hier, guck mal, echt mal, mit dem Eisenschwert triffst du echt besser. Und Schlitz! Und Schlitz! Geil! Schöne XP für Heath. Der hat auch schon viel zu viel Level. Das ist echt übel, wie die reinhauen, die Jungs. So, und jetzt kann es mir gerne versuchen, hier mit Kurzbogen Schaden zu machen. Schafft er eh nicht. So, kann ich ihn eigentlich aus der Reichweite von der Alten rauslocken? Ja, sieht so aus, ne? Ja, Kenneth, geh mal dahin, da müsstest du eigentlich gut stehen. Ja, außerhalb der Reichweite, aber innerhalb der Reichweite... Oh, der hat Luna. Oho. Aha, seems interesting. So, Bartre, kommst du mal mit hier einfach mal so, Will, du kannst mal mit nach oben latschen. Oswinowski geht mal mit. Priscilla geht mal mit. Ja, geht auch mal mit. Lynn schlitzt die ganzen kleinen Spastis down. Steht sie da drauf? Wie sie am Upwagen ist gerade. Hurtzap, Schlitz! Hurtzap und Twing daneben. Und Hurtzap, Schlitz! Ja, ist doch geil. Und ein Level-Up für Linikowski. Damn. Twing! Oh, nice! Stärke und Verteidigung. Das ist sehr gut. Das finde ich very gut. Mehr zuschlagen, mehr aushalten. Das ist Ness, what I call, the power of woman, sozusagen, quasi Modo. So, du kannst mal einkaufen gehen. Ich wollte, dass du einkaufen gehst. Pennpfeffer mit dir machen? Puh, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hector will auch noch einen Kill haben. Ja, vielleicht kriegt er den sogar noch. Kann man den ja nicht irgendwo hinlocken? Nö. Die würde uns überall daher rennen. Die verfolgt uns bis am Tod. Oh mein Gott. Ja, mit der will ich mich nicht anlegen. Das ist echt schlecht. Das ist schon nicht gut. So, ich glaube, hier oben kommen immer ganz viele Wyvern. Die werde ich alle abwehren. Einfach nur, weil Trolle läuft. Wenn ich mal gucke, ich meine, die Map ist fast leer, bis auf den kleinen Schnösel hier. Der kleine Pisser wird jetzt mal richtig Down gemacht, weil... Oh, okay, er steht dann in der im Schloss. Das bewahrt ihn jetzt davor, von einem Angriff auf ins Gras zu beißen, weil er würde ja 2 Schaden mehr kriegen in dem Fall. Das stört mich aber recht wenig, weil er trifft sowieso nicht und... Käse. Na, halt eine Runde mehr, ne? So, er will Swudomo. Oh, oh. Critical! Nein, Kenneth! Swudomo bremsen! Oh mein Gott, wir haben Critical in die Fresse bekommen. Aber ganz ehrlich, wie überleben das denn? Deine Magie ist echt mal beleppisch schlecht und deswegen wirst du von einem Doppelflux trotzdem draufgehen. Auch wenn du uns gerade einen Critical reingezimmert hast, was ich echt ziemlich scheiße finde. Weil die Quote ist dafür jetzt nicht so hoch gewesen. Aber naja, man kann da mal passieren, ne? Im ersten Moment war ich aber schon schockiert, weil ich habe auf die Zahlen gar nicht geguckt. Ich dachte so, oh mein Gott, scheiße, Quittig! Aber da habe ich gesehen, 7. Ach so. Oh, so, easy peasy. Easy peasy, Mann. So. Spielerzug. Jo, Heath macht bitte mal hier die Action weg und einmal... What's up? Schlitz! Und Schlitz! Geil. Swoot, ein Level up für Heath. Heath Ledger sozusagen. Der tote Joker. So, oh, geil, epic, Resistance, alleine lassen wir schon das Level abwert. Und außerdem, ja, Stärke, Geschwindigkeit, Verteidigung, alles very gut. So, und geil, du kannst auch mal dein Level 2 kassieren, indem du, pass mal auf, was du kannst, kann ich auch. Guck mal hier, hehe, trolla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 , Schlitz. Swoot, ein Level up für geil. Erinnere mich immer trotzdem immer die Person aus Naruto, aber egal. Ich habe jetzt übrigens angefangen, den Manga zu lesen. Der Anime geht mir so langsam vorwärts, aber egal. Ist nur was für die Anime-Nerds. Und da sind, glaube ich, nicht so viele unter euch. Könnt ihr mal in die Comments posten, wer von euch mag Animes? Würde mich schon mal interessieren, muss ich sagen. Weil ich weiß nicht. Ich glaube, also für mich persönlich, weiß ich, Nintendo ist eng mit mit Animes verlinkt. Einfach dadurch, dass alleine schon das Pokémon-Anime besitzt. Und das Spiel ist ja. Also, ne? Ist ja weltbekannt praktisch. So, Hector, du willst Level up. Pass auf, vergiss mal auch mal mit. Und ganz ehrlich, du wirst mal einfach deiner Frau hinterher stiefeln. Du bist ja ein treuer Mann. Hoffe ich mal. So, man könnte eigentlich auch hier das Schloss nutzen. Ich glaube, man würde sie trotzdem tot kriegen. Weil ganz ehrlich, sie macht jetzt... Man müsste nur jemanden da reinstellen, der nicht gedoppelt wird. Das wäre aktuell Erg. Denn er würde auch mit 12 Verteidigung definitiv einen Treffer aushalten. Und auch von einem Speer mit seinem... Donner auch eine recht gute Ausweichrate haben mit 71 Punkten. Da hätte sie schlechte Trefferchancen, muss man sagen.
Das Problem ist die Wonderwall und hittet immer noch die meisten unserer Gegner. Also unsere Einheiten. Er wird auch noch so ziemlich ja, in drei Angriffen zerfetzt, wenn sie trifft. Muss man jetzt mal dazu sagen, Eisenbogen wäre natürlich auch noch eine coole Idee gegen sie. Einfach weil ich 30 Schaden damit mache und das macht trotzdem nur 5 Schaden. Oh mein Gott! Ich glaube auch Erk würde nicht viel Schaden machen, weil die meisten Magier... Also ich glaube Erk ist der einzige Magier bei uns, der überhaupt aktuell überleben würde. Ja, Lucius hätte zwar genug Geschwindigkeit, wäre aber ein One-Hit-Opfer. Und seine Ausweichquote ist nicht so gut. Also das könnte klappen. Pent würde definitiv, glaube ich... Naja, obwohl er würde gedoppelt werden. Von daher wäre das nicht sehr ratsam, ne? Also... Aber er hat 68 Ausweichen, von daher... Ist gar nicht mal schlecht, ne? Okay, steht jetzt im Wald, aber wenn lasst mal neben seiner Tussi stehen, dann hat er noch mehr Ausweichen. Also hier im Schloss könnte er wahrscheinlich auch ausweichen. Und vielleicht sogar auch schön Damage anrichten. Obwohl sie ihn doppelt. Ja, wenn man überlegt, er hat 11 Verteidigung. Mit ihr zusammen ist das 17. Würde sie 37... Ja, wären 23 Schaden. Würde mit einem 2-Hit-KO wäre es trotzdem. Aber sie müsste erstmal zweimal treffen. Das ist natürlich die auch mal so eine Sache, wo man sagen muss, das ist ja auch nicht so selbstverständlich, wenn er einen Support bei sich hat. Und sie könnte noch mit Silberbogen reinlassen. Also man würde sie bestimmt tot kriegen. Ich habe es allerdings noch nie probiert und ich will es auch nicht, weil man kriegt den Speer nicht, von daher lohnt sich das für mich irgendwie nicht. Man kriegt die Einheit später nämlich noch, also warum soll ich sie jetzt töten? Ich weiß nämlich nicht, wenn man sie tötet, kriegt man sie dann noch in einem späteren Kapitel? Also wenn da jemand, der sich mit dem Spiel auskennt, würde ich dafür danken, wenn er das mir mal erzählt. War einfach nur bei Trollolol und so. So, du wirst in das einzige Dörfchen gehen hier in dem Kapitel. Oh, sie an, ihr seid es, die kennen wir doch, ich. Genau, ihr gehört zu ihnen, nicht wahr? Ich weiß, das sollte ich nicht tun, aber... Ich werde die Ehre nicht weiter überlassen, dieser Neuen überlassen. Oh, was? Oh, nichts. Ich führe nur Selbstgespräche. Ich finde, sie hat wunderschöne Augen. Das muss man jetzt... Das hört sich ja total scheiße an, aber... Ich weiß nicht, ich mag den Charakter irgendwie. Ich finde ihn toll. Der ist auch keiner von den Morphs, irgendwie. Viel wichtiger ist, dass ich euch dies hier überreichen möchte. Es ist ein Schmiedestab. Er repariert Items. Die meisten Items macht er wieder nur wie neu. Versprech mir, dass er diese Weihwürden reitende alte Vettel vom Himmel holt. Was, Sebastian Vettel? Wir sehen uns wieder, da bin ich sicher. Hihi! Ich weiß nicht, ich finde sie ist ein toller, so ein toller Antagonist irgendwie. Ich mag Ursula. Auch wenn sie die Namen von Hexe aus Ariel, also hier Ariel hat, ne? Und eine mehr quasi. Oh Gott, die Nerdmania continues straight again. So, Veselk, hier kommen wir lassen noch ein paar Einheiten hier unten. Florina, du fliegst mal mit nach oben, sie ist ja schnell da. So, du wolltest einkaufen gehen, Madame? Guck mal hier, wenn er jetzt im Wald stehen würde, hätte er 75 Ausweichen mit der Rüstung. Er würde ja auch von der Festung noch 2 Verteidigungen kriegen und von sich her. Und dann wäre er schon bei 16, würde bloß noch 21 Schaden kriegen. Und dann hätte sie halt auch bloß noch ja knapp 45 Trefferrate. Damit zweimal treffen ist schon recht unwahrscheinlich. Aber na, ich würde es trotzdem nicht riskieren, wenn ich ehrlich bin. Weil ich habe gerade gesehen, auch ein 7% Critical kann einfach mal greifen und dir einfach mal die Fresse wegbashen. So, Händler, so, hier gibt's ein Elfenlicht, darauf verzichte ich doch sicher nicht. Dup, du, 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 du. Hector, du bist echt ziemlich lahm. Ba, 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 dam, da, daum. So, wir haben bloß noch die paar Einheiten in uns. Und ansonsten, ja. Die kann ich auch nicht anlocken, darum. Ich könnte sie in der letzten Runde einfach mal anlocken und einfach mal ein bisschen versuchen, ein paar Gespräche aus der Person rauszukitzeln. Das wäre, glaube ich, mal ganz interessant. Heath wäre nämlich mittlerweile kein Two-Hit-KO, also kein... Nicht mal mehr ein Two-Round-KO-Opfer, weil er wird nicht mehr gedoppelt und hat 19 Verteidigung. Das heißt, er würde gerade mal durchschnittlich 18 Schaden von ihr kriegen. Und das ist, hält er problemlos zweimal aus. Und ich glaube, er könnte trotzdem mit einer Silberlanze ordentlich Schaden reindrücken. Hätte 7 Schaden würde er machen. Also es ist schon echt hart, sie umzubashen, einfach weil sie so 25 Verteidigung hat. What the fuck? Und auch 20 Resistenz. Ich glaube, er würde gar keinen Schaden machen. Nö, Donner würde einen Schaden machen. Das ist legendär. So, Kent, ja, der würde wahrscheinlich auch keinen Schaden machen. Außer mit der Silberlanze wahrscheinlich ein bisschen, jo. 3 Schaden in dem Fall. Mhm, das ist echt gut. Naja, also ich denke mal, ich werde sie nicht umbashen. Dann bräuchte ich auch Leute, die sie doppeln können, aber das kann einfach aktuell noch niemand, weil niemand hat 26 Speed zum aktuellen Moment. Das heißt, man hat irgendwie auf Extreme Arena Abuse irgendjemand bis 2020 gelevelt, dann kann man das vielleicht mal in Idee ziehen, sie da vielleicht vom Himmel zu holen, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es jetzt nicht lohnt, weil dann kriegt man die Einheit nachher nicht mehr. Wäre ja schon ein bisschen kontraproduktiv, die Einheit, die man kriegt, schon mal abzusäbeln.
So, hier gibt es ein Arsenal. Ich werde auf jeden Fall einen Schnitter mitnehmen, eine Meisterlanze. Ich weiß ja nicht, wie voll mein Lager schon wieder ist. Das ist nämlich ganz schön voll aktuell. Wurfbeil habe ich gesehen, habe ich noch genug und Langspeere auch, aber ich glaube, ich nehme doch nochmal einen Wurfbeil mit. Weil jetzt wird es aktuell ein bisschen mehr gebraucht. Hector braucht wieder, Bartre braucht wieder und jetzt auch Raven noch als Axtnutzer dazu bekommen. Also lohnt sich schon. So, next round. So, da kommen sie auch schon, die lieben Wyvern. Ach, ist das nicht schön? Ihr könnt natürlich jetzt Lynn ja einfach hinstellen und sagen, einfach, du kannst hier einfach mal alle plattmatschen hier. 10 Verteidigung ist natürlich für Lynn schwer zu knacken. Ja, ist wirklich schwer zu knacken für die Alte. Mit einem Lanzenmeister würde sie 3 Speed verlieren, würde jetzt nicht wirklich groß Abbruch tun. Manikati hätte natürlich eine super Crit-Chance, ne? Würde auch trotzdem mit 24 Angriff eigentlich ganz gut reinrocken. Und sie würde trotzdem keine Two-Hits-KO draus machen. Mit einem Lanzenmeister schon, da würde sie One-Round-KO verteilen. Aber aktuell will ich das noch gar nicht. Weil eigentlich möchte ich gerne, dass Hector ein bisschen XP bekommt. Doch nicht alle, aber einige. Kannst du da unten hin? Nö. Boah, ganz knapp nicht. Mann, Luis, hast du eigentlich Glück gehabt. So. Er kommt bis hierhin. Das ist gut zu wissen. Du kannst dich mal da hinstellen. Und Elliwood, du stellst dich mal. Oh, scheiße. Oder doch, da ist frei. Kannst du dich da hinstellen? Oh Gott sei Dank, Alter. So, dann Hector bis hierhin. Und ja. Du kannst den einen da umbashen, ist kein Problem. Die anderen werden auch angeflogen. Komm, dann kannst du dir noch einen zweiten greifen. Hast dann auch dein Level 20. Das ist sehr schön. Will, du bist ein Bogenschütze. Lauf mal nach rechts mit. Ist okay. So, ansonsten. Ja, lass fliegen, Kumpel. Lass sie fliegen, ist mir egal. So, daneben, Kumpel. Und jetzt, oh, wie fies. Scheiße, nein. Und da ist er down. Dup, dup, down. Hector ist gleich voll. Da kommen noch mehr 4 Leute an, ihr Hoshi. Das ist ja geil. Das ist doch nicht cool. So, Lynn, du willst natürlich auch noch Level-Ups haben, ne? Na ja, komm. Ah, du hast gar keinen Eisenbogen. Scheiße. Kackendreck. Kann dir denn mal jemand liefern? Liefern. Das ist ja weniger schön. Wie scheiße. Er hat ja einen Eisenbogen, aber da kommt keiner ran. Ja, nächste Runde auf jeden Fall, aber... er geht schon in Ordnung, denke ich mal. Ehrlich, Lynn, stellst dich jetzt einfach mal. Du kannst jetzt einfach mal die ganzen 4 da oben auseinanderfetzen, wenn du Bock hast. Stell dich hier hin. Nimm dich. Ich weiß ja, das ist Verschwendung, aber. Das reicht einfach nicht aus. Man kann zwar auf Crit setzen, aber wer macht denn sowas im Ernst? Mach's einfach down. Hurzap! Schlitz! Und. Hup, daneben. 0 auf 3 Schaden, das ist cool. Schlitz! So. Es gibt sehr gute XP. Ich weiß, der Landsmeister wird jetzt extrem beansprucht, weil ja jeder rankommt. Es sind 8 Nutzungen, die da angehen. Vielleicht macht es ja ein Critical. Das wäre mir sehr lieb, aber ich glaube es noch nicht wirklich. So. Hector, du willst natürlich auch deinen Kuchen abhaben, ne? Aber ich weiß gar nicht, ob ich das will. Das ist natürlich kacke jetzt. Ich kann natürlich von Hector von hier aus eigentlich probieren, es mit dem Wurfball schmeißen und der ist tot. Aber dann bleibt da ja so eine Pissnelke übrig. Was mache ich mit der? Soll ich die einfach rumlaufen lassen? Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass jemand sterben würde. Ja, eigentlich habt ihr recht. Wahrscheinlich habt ihr wahrscheinlich gerade einen anderen Tipp gegeben. Übrigens fände ich es mal cool, wenn ich einen neuen PC habe, könnte ich mal einen Livestream machen. Das wäre voll geil, hätte ich so Bock drauf. Bus was, weiß ich noch nicht. Livestream, das könnte man Livestream gut. Hector, das war ein beschissenes Level-Up übrigens. Glückwunsch daran. Aber an sich sind die Level-Ups nicht schlecht, also was soll's. Hier läuft's in Ordnung. Kenneth hat immer noch nicht sein Level 20. Oh Gott, du brauchst eine Heilung, sehe ich gerade. Hier, ja, kannst mal wieder mal deinen Dienst tun. Und mal deinen Stab leveln. 5 XP, wow, wunderschön. Die hätte jetzt unbedingt braucht. Also, die wäre jetzt bestimmt zum Spielziel nicht angekommen. Der wird sich bestimmt, ja, genau. Luis greifen, aber ganz ehrlich, die hat keine Animation. Ja, wow, schön. So, jetzt, Action, Fred daneben. Schlitz! Schlitz! Das ist doch geil. Ich finde die Animation cool. So, kann Lynn gleich schön Level machen.
So, ja, kommt mal ran hier. Kommt mal Spaß haben. Daneben. Tschick. Schlitz. Tschick. Tschick. Schlitz. Tschick. Ja, ist doch geil. Die Animation ist cool. Ich freue mich so, so Kati. Bouncing Boobies. Ne, geil. Männer sind schlimm, nicht wahr? Schlitz. Und Schlitz. Level up. So, noch so ein schönes Level up, finde ich cool. Ja, auf jeden Fall, ist gut, ne? Noch mehr Stärke, finde ich geil. So, langsam könntest du echt mit Manikati rocken hier. Schwupp daneben, du Spaten. Schlitz! Und ich warte aber so auf das S-Level. Schlitz! Leider noch kein S-Level up. So, Spieler ist jetzt Ruddy vor Tarkov und so. Gott, was für ein beschissenes Deutsch, ich weiß. So, Lynn, du willst ja jetzt... ja, das geht theoretisch, weil da kommt eh keine Einheit mehr. Also können wir das ruhig machen. Oh, die können sich unterstützen. Ob das intelligent ist, ich weiß nicht. Haben die nicht schon mal eine C-Unterstützung gehabt? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Der kann eigentlich überhaupt alles supporten aktuell. Es wäre echt mal eine gute Idee, die einfach mal auszulösen. So Gotta Be Random und so. Lynn Florina, Waven Priscilla, das würde sich lohnen. Osmond Priscilla würde sich eher nicht lohnen, denke ich. Lucius Priscilla würde sich vielleicht auch nicht lohnen. Erg Priscilla auch eher nicht. Priscilla hat ganz schön viele Fankreise. Ist aber auch eine gut aussehende, also vom Sprite meine ich jetzt her. Das sieht cool aus. Grüne Augen, rote Haare, ist zwar ein bisschen irgendwie derpy-derp, aber egal. So, das mit Waven kann ich mal auf jeden Fall machen. Mit Lucius und Erg, das lohnt sich eher weniger, weil ich verteile meistens die Heiler auf unterschiedliche Orte. So wie hier Lucius und sie ist halt da. Erg eigentlich müsste da hin, aber es pennt halt hier. Der kann ja auch heilen mit einem Purgativ. Purgativ. So, und du willst jetzt Lynn auf jeden Fall. Kannst du einfach mal machen. Da tauschen wir erst. Hier, scheiß Elfig, willst du mal denn unterstützen? Florina, fühlst du dich gut? Lady Lynn, ist alles in Ordnung? Vielen Dank. Gut, ich war besorgt. Also, aber zieh nicht alleine los. Man kann nie wissen, wo Schützen auf der Lauer liegen, denen sie mittlerweile locker ausweichen würde. Aber ich glaube, der C-Support ist zeitraumtechnisch eher am Anfang des Let's Plays angeeigneter gewesen. Hast du genügend Heilsalben dabei? Nein. Deine Waffen, sind sie alle einsatzbereit? Wie? Nun, mal sehen. Ein Heilmittel und meine Lanze ist auch da. Und, Na, ist schon gut, Florina. Nimm dir nun Zeit. Ich bin ja hier für den Fall, dass etwas geschehen sollte. Aber Lady Dennis, das sollte genau andersrum sein. Ich bin hier, um euch zu beschützen. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich komme ganz gut alleine zurecht. Habe ich damals auf den Ebenen nicht immer auf dich aufgepasst? Erinnerst du dich daran? Natürlich, aber... kein Aber. Lass uns gehen, Florina. Ach, Lady Dennis, man... Immer diese underestimated Characters irgendwie. Das ist doch schlimm. Lass doch das. Oh ja, das sieht besser aus. Und Snapshot in the face und Snapshot double in the face. Das ist geil. Das Coole ist, ich würde auch gerne das Bogenlevel bei ihr schön hoch pushen, weil ganz ehrlich, sie hat 6 Konstitutionen. Damit könnte sie einen Silberbogen ohne Geschwindigkeitsverlust zahlen. Das wäre schon geil, muss ich mal zugeben. Vielleicht gebe ich ihr mal andere, stärkere Bögen, damit sie auch mal mehr Waffen-XP bei Benutzungen bekommt. Das wäre ganz cool. So, ansonsten sind 2 Runden. Die Einheit werde ich vielleicht im letzten Zug mal anlocken. Einfach nur wegen Trolla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 l
Erinnerst du dich an diesen Ring? Was ist das? Du hast es vergessen, was für ein Jammer. Als ich noch klein war, als wir zusammen in Cornwall waren, da hast du mir ein Versprechen gegeben, Bruder. Du sagtest, wenn ich groß bin, dann sollst du meiner Br... Was habe ich gerade gesagt? Oh mein Gott! Jetzt hier aber keine Incest-Action, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, aber sicherlich. Priscilla. Ja, ich weiß, das war als unschuldiges Spiel zweier Kinder. Das hast du zu mir gesagt, als ich nicht aufhören konnte zu weinen. Oh, die Mädels hier, schlimm. Und dann gabst du mir diesen Ring. Und immer noch hast du... Ich bin auch immer noch ein Kind. Es ist sehr offenherzig. Ich gewähre mir bitte noch einen kindlichen Wunsch. Bitte lass mich hier verweilen, an deiner Seite. Lass mich nicht wieder in der trüben Einsamkeit leiden. Schmalz noch und nöcher. Kannst du aufs Brot streichen, Leute. Aber gut, was soll's. Muss ja auch mal sein. Dwan. So, ja. Letzter Zug. Ich werde jetzt ein Safe State machen, weil mir das echt ein bisschen zu heikel ist. Und ganz ehrlich, Kenneth könnte nochmal reinbashen und sich dadurch Level 20. Das finde ich voll geil. Obwohl, ach nein, das geht ja gar nicht. Ich bin ja gar nicht mehr dran. Die Scheiße, sie würde aus ihm auch bestimmt einen One-Hit-KO-Opfer machen. 9 plus hier drinne 11. Eigentlich nicht, ne? Und er könnte ja, aber er wird ja zweimal, er gilt garantiert gedoppelt. Nee. Nee, das kann ich nicht machen. Nee, das geht nicht. Kenneth muss warten. Er hat eh noch nicht sein Dingen, also. Alles cool. So wen stelle ich da jetzt hin? Bartre, du würdest gut Schaden machen mit einer Stahlaxt. Ja, würde reinhauen. Wenigstens 5 Punkte. Das hört sich so lame an, ey. Und dann müsste man einfach eine Mine hinsetzen und könnte dann vielleicht... Merlinus, da wird eher schwierig, ne? Ja, mal sehen. Also ich glaube, das mit zu Merlinus bringen, das stelle ich mir echt schwierig vor, wie man die hier hinlocken soll, dass die hier irgendwo in die Mine reinläuft. Stelle ich mir echt hart vor. Weil der könnte klappen mit einer fliegenden Einheit wahrscheinlich. Also mit Heath zum Beispiel, da würde ich schaffen, weil ich könnte sie hier anlocken. Wenn hier niemand wäre, könnte ich sie dann als nächstes hier hinlocken und dann hier irgendwie eine Mine hinstellen, wenn sie dann da reinfliegt oder so. Dann wäre ich eigentlich in der Lage, sie auf einen bestimmten Punkt zu lenken, wo die Mine sich halt befindet. Und ja, in dem Fall könnte ich den Minenglitch auslösen, sie hinbringen und dann die Lanze in mein Lager legen. So könnte man den Speer wahrscheinlich ergattern. Das wäre jetzt nicht so das Problem, das würde ich zu machen. Aber ich habe jetzt gespeichert, also ich könnte zu damit zurückgehen, aber nee, will ich nicht. So, ich stelle einfach mal hin. Oswin, du hattest noch gar nichts zu tun. Aber ich glaube, du machst doch nicht wirklich viel Schaden, ne? Naja, es ist verschwindend gering, sagen wir es mal so. Und wie gesagt, du wirst hart gedoppelt, Kollege, aber ich mach's mal. Oswin, stell dich hier rein, nimm eine Eisenaxt in der Hand, eine Eisenaxt, genau. Und dann, ja, zeig mal einfach, was du kannst. Oh mein Gott! Was für ein wohltuender Ausdruck. Dann ist das beschlossen, mit euch fange ich an. Oh mein Gott, die hat einen Critical. Raste einfach raus, Spiel. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geguckt. Nicht gut, meine lieben Freunde. Pah, ich habe genug davon, von einer Seite auf die andere gestoßen zu werden. Rückzug. Bodenstreitkräfte, zieht euch zurück, und zwar rasch. Slow Motion Win. Nein, das finde ich nicht. Okay, wieder normal. Ich denke, das hat funktioniert. Lord Eliwood. Nee, Nils, seid ihr beide unversehrt? Was sollen wir tun, Lord Eliwood? Nergals macht, sie kehrt Stück für Stück zu ihm zurück. Was meinst du damit? Die Frau, gegen die ihr gekämpft habt, sie wurde von Nergals Magie beschützt. Ihre Stärke, sie erhält sie von Nergal? Ja, es wird nicht mehr lange dauern, bevor er wieder aktiv wird. Und all seine Macht wird wiederhergestellt sein. Wir müssen uns beeilen und jede Kraft finden, die mit der wir uns ihm entgegenstellen können. Wir müssen das Feueremblem bergen, und wenn uns das gelingt... Kommt schon, der Palast befindet sich in Aufruhr. Das ist unsere Chance zu entkommen. Wartet, ich habe eine Idee. Folgen wir ihnen. Lindis? Überlass das nur mir. Ich glaube, ich weiß, wie wir die Festung der Black Fang finden können. Abgehauen. So, Freunde, ich glaube, das... okay. Wartet, Leute, bevor es weitergeht hier. Oh, oha. Oha, 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 oha. Ja, da habe ich schon wieder mal maßlos übertrieben, Freunde, würde sagen. Zum nächsten Part heißt es wieder vorbereiten und dann Textquatsche und dann so. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part, also schon wieder nach fast einer halben Stunde lang. Bis dahin, ich danke euch immer vielmals fürs Zusehen, natürlich wie immer. Und bis dahin, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Tschüssikowski und ciao.